Herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz im Jahr 2019. Das letzte Pflichtspiel steht an am Sonntag gegen den LASK um 17 Uhr in der Raiffeisen Arena. Darf ich begrüßen Cheftrainer Nestor Maestro und Kapitän Stefan Hierländer. Nestor, du hast sicher gestern wieder die Leistung des LASK gesehen. Wie schätzt du das ein? Was sind deine Worte zu diesem Spiel, zu dieser Leistung? Zu LASK. Ja, gut für Österreich und gratuliere für den Sieg gestern und Gruppensieg und Einzug in der K.O.-Phase ist super, aber ist jetzt hat jetzt wenig mit ihm zu tun. Wie schätzt du die Linzer ein für das Spiel am Sonntag? Uns ist bewusst, gegen wen wir spielen. Wir spielen am Sonntag gegen die Erfolgsmannschaft in Österreich dieser Saison. Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung brauchen, von denen bin ich überzeugt, dass wir es auch bringen. Ich hoffe, wir werden in vielen Aspekten des Spiels auf Augenhöhe auftreten können und ich hoffe auch, dass wir in vielen Spielphasen oder überwiegend auch auf Augenhöhe agieren. Wir wollen in Linz punkten, auf jeden Fall. Und obwohl wir aktuell jetzt nicht von Selbstvertrauen strahlen, wir werden eine gute Mannschaft auf den Platz bringen. Ich glaube an diesen Jungs nach wie vor. Wir haben selber auch Qualität und für uns geht es darum, nochmal im letzten Spiel des Jahres alles abzurufen. Stefan, kurzer Rückblick, jetzt schon vor dem letzten Spiel auf die Herbstsaison. Wie sieht deine Analyse aus dieses Herbsts und vielleicht kurz einen Einblick in die Entwicklung, wie du das siehst? Ach, ich glaube, analysieren können wir alles erst, wenn wir das Spiel gegen LASK gemacht haben und dann kann man eine Analyse machen. Das ist ein wichtiges Spiel für uns, wo wir mit einer guten Leistung und ja, mit einer Reaktion auf das Spiel letzte Woche zeigen können, dass wir eine gute Mannschaft sind und ja, einen guten Saisonabschluss schaffen können. Und deshalb gilt es, eine gute Leistung am Platz zu bringen und Punkte mitzunehmen. Dankeschön, ich bitte um eure Fragen an die beiden. Das Mikro ist rechts außen aus eurer Sicht. Nestor, war die Situation in dieser Woche mit angeschlagenen, leicht erkrankten, Verletzten, war es eine komplizierte Woche? Ja, aber weniger wie die letzte. Wir haben diese Woche Jakob Janscher verloren. Er ist krank und wird für das letzte Spiel am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. Aber wir haben einige Spieler wieder fit hinbekommen. Dominguez trainiert voll mit Donko, trainiert voll mit Rücher, der angeschlagen war, ist jetzt wieder voll dabei. Husbeck ist zurück. Also nicht ideal, aber wir sind, was jetzt Fitness oder Spielfähigkeitszustand angeht, diese Woche deutlich besser wie die letzte. Weitere Fragen? Walter, das Mikro bitte. Das Selbstvertrauen ist nicht das Beste, hast du gesagt. Was hast du in der Woche machen können, damit du deine Jungs wieder in die Spur kriegst? Also keine Zaubertricks oder große Auftritte. Wir haben in der Auswahl die Übungsformen, aber auch in wie die Jungs die Sache angegangen sind, einfach das Intensität, was ist gefühlt, gesteigert im Training diese Woche. Das sieht recht gut aus.
ich sehe sowohl auf dem Platz als auch in den Besprechungen eine gewisse Konzentration da. Das ist wieder subjektiv, aber so spüre ich das. Ich meine, wir sind gut drauf und ich bin sicher, wir werden am Sonntag marschieren. Jetzt vielleicht ein kurzer Rückblick zum Match gegen Altach. Du wolltest da in den Interviews nachher klarerweise nicht jetzt in die Tiefe gehen, wenn es um die Aufarbeitung geht und wie es dir nach dem Match gegangen ist. Mit einigen Tagen Abstand war die Aufarbeitung ein bisschen anders. Hast du auf gezielte Dinge eingehen müssen oder war es wie immer Vorbereitung? Weil ja doch sowas wie... Sehr unzufrieden, enttäuscht und ich persönlich ein bisschen angeschlagen, aber wie nach jeder Niederlage dieser Saison. War jetzt nicht schlimmer oder besser wie sonst. Immer wenn man im Kopf fest angeplante Punkte verliert, ist es schwierig. Obwohl wir uns, was Siege, Niederlagen, Punkteschnitte, Punktestand im Rahmen der Normalität bewegen, tut jede Niederlage extrem weh. Diese besonders, weil gefühlt wir wieder in so einen Aufschwung waren und dann war es dann ein brutaler Nackenschlag wieder. Aber ich habe versucht, die Jungs wieder aufzurichten, die Möglichkeit, was mitzunehmen in Linz, wahrnehmen. Ich hoffe, dass wir trotzdem mit einem ordentlichen Gefühl in der Pause gehen können, wo es dann für mich wie immer eine ausreichliche Analyse gibt und der Wahl, wie es den Weg weitergeht und wieder die Hoffnung dann in die Rückrunde stärker und konstanter und erfolgreicher aufzutreten. Stefan, wie war das in der Mannschaft diese Woche nach der gefühlten sehr bitteren Niederlage gegen Altach oder nicht mehr gefühlt? Ja, die Enttäuschung war groß. Es war ein gewisser Ärger auf uns selbst auch da. Aber ja, wir haben das Trainerteam hat das mit uns aufgearbeitet, hat die Sachen klar angesprochen, was falsch gelernt ist. Und damit ist Stand heute dieses Spiel wieder aufgearbeitet. Und ja, am Wochenende hatte das schwere Spiel auf uns und da können wir jetzt nicht über dieses schlechte Spiel diskutieren. Wie kann man den LASK knacken? An beide vielleicht. An Trainer will es mir nicht sagen. Also wir müssen da hinfahren mit dem Wissen, dass wir Sturm Graz sind. Ich bin davon fest überzeugt, wie ich am Anfang gesagt habe, wir können sicher nicht in jede Minute über die 90 Minuten auf Augenhöhe spielen, aber überwiegend schon. Es wird Phasen geben, wo wir einfach dagegen halten müssen, aber ich hoffe, dass es solche Phasen für LASK auch gibt, wo sie dagegen halten muss. Ich erwarte ein Spiel mit extrem vielen Zweikämpfen und guten Intensität, weil das ist Österreich und ist fast immer so und weil gegen den LASK ist das nötig und notwendig. Und wie alle Topspiele in Österreich, und das ist nach wie vor ein Topspiel, weil wir sind Sturm, wenn beide Mannschaften die volle Leistung bringen, wovon ich ausgehe, werden Details und ein gewisses Stück Spielglück entscheiden. So war es immer. Egal ob jetzt
Sturm gegen Rapid, Rapid gegen Austria, Austria gegen LASK. Austria gegen LASK weniger, aber Rapid gegen LASK. Auch unser Spiel gegen LASK. Die sind eng. Also die sind so eng, dass selbst nach einer 4-0-Niederlage der Verlierer zu Recht behaupten kann, wir waren nicht nur gleich, sondern vielleicht besser. Es ist diese Liga und so wird es am Sonntag auch sein. Es ist schon bizarr und absurd. Die letzten drei Spiele in Linz, Sturm umgeschlagen, zwei Siege, ein Unentschieden, die letzten zwei Spiele in Graz, zwei Niederlagen. Komisch, oder? Ja, also da war mich jetzt nicht bewusst. Also passt die Ausgangsposition ja jetzt, weiß oder? Weiß ich nicht. Also dieses Sturm hat angeblich auch 200 Jahre gegen Altach nicht verloren in Graz und das hat uns jetzt auch nicht viel gebracht letzte Woche. Okay, ich glaube, ihr habt am letzten Sonntag einen wichtigen Termin gehabt. Ihr habt am Sonntag wieder einen wichtigen Termin. Aber ich glaube, den wichtigsten Termin in der Woche, und das höre ich bisweilen von Leuten, die dort arbeiten, den hattet ihr beide oder ihr drei gestern, nehme ich so an, oder? Ja, für mich war das das erste Mal. Ich glaube, Stefan war da. Zweimal. War da öfters. Also ich glaube, man kann diese Besuch bei schwer erkrankten Kindern nicht als schön bezeichnen. Ja, es ist schön, dass wir da waren, glaube ich, auf beiden Seiten. Ich persönlich war schon ein bisschen angetan. Es ist so eine Sache, wo man zumindest einige Stunden danach nachdenklich ist, allgemein über das Leben und wo man dann weniger über das bevorstehende Spiel denkt, was jetzt an einem Donnerstagnachmittag vielleicht auch nicht falsch ist. Also viel mehr kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist ja Tradition, dass wir die Kinder besuchen. Das relativiert natürlich einiges. Wir jammern oft über Verletzungen, das Knie tut weh oder andere Sachen. Und da sieht man erstmal, ja, wie es anders auch sein kann. Und deshalb ist das, wir machen das sehr gerne. Und jeder, der da dabei war, hat sicher nach dem Besuch wieder die eine oder andere Stunde darüber nachgedacht, wie schön eigentlich das Leben ist, wenn man nicht irgendwie um sein Leben kämpft. Und ja, deshalb ja, auch schöner Besuch. Natürlich für die Kinder, für uns auch, aber ist immer wieder zum Nachdenken, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und deswegen war es ein wichtiger Besuch. Ja. Gibt es noch Fragen? Ja. Ich habe gestern am Abend dann die Statistik angeschaut. Das zeigt auch für die österreichische Bundesliga, wenn man hernimmt, Wolfsburg war in einer schweren Gruppe und der LASK war in einer schweren Gruppe. Und fünf der direkten Duelle, das heißt sowohl Eindhoven, sowohl Sporting, als auch Rosenborg, kein unbekannter Name, als auch Mönchengladbach und Roma, fünf, wenn es direkte Duelle gewesen wären, haben die österreichischen Bundesliga-Clubs für sich entschieden. Einziger Ausrutscher war gegen Basaksehir hier. Zweimal, und das hat den Wolfsbergern den Aufstieg gekostet. Das ist dann schon klar, warum diese zwei Clubs in der Bundesliga, sehe ich das so richtig, dass es klar ist, dass die in der Bundesliga einfach vorne dabei sind, wenn man eben fünf direkte Duelle eigentlich gewonnen hätte. Mir ist nur klar, dass ich persönlich und meine Spieler auch, dass wir uns in jedem Spiel zerreißen müssen, sodass wir am Ende der Saison
vielleicht auch Dritter sind und dann es solche Fragen gibt betreffend meine Mannschaft und dass ich solche Fragen betreffend anderen Mannschaften nicht mehr anhören muss. Dann weiß ich, wie du deine Mannschaft motivieren könntest, wenn du dann sagst, sie hatten, sind voriges Jahr Fünfter geworden, sie hatten eine Woche weniger Urlaub und sie haben eine Woche früher begonnen und das wollen sie, glaube ich, nicht mehr. Also mir persönlich jetzt Urlaub relativ unwesentlich. Also wie gesagt, ich werde oft, nicht nur von Sie, über anderen Mannschaften angesprochen, die Wettbewerbe spielen, an welchen wir nicht teilnehmen. Sie könnten mich fragen, ob wir jetzt Astana oder Apoel Nicosia oder Manchester United in der Euroleague gespielt haben, das hat vergleichbar viel mit Sturm Graz zu tun. Aber ich verstehe es und wir werden alles geben, dass es halt nächstes Jahr anders ist. Gibt es noch Fragen zum LASK-Spiel? Wenn nichts, dann danke ich fürs Kommen und alles Gute am Sonntag.